Hallo und herzlich willkommen zu Milans Backwelt. Ich möchte heute einen Dinkel-Vollkorntoast machen und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Dafür habe ich mir Folgendes hergerichtet. Ich habe hier 800 Gramm Dinkel-Vollkornmehl. Ich habe, muss euch das zeigen, eine recht große Toastform. Da passt schon einiges an Teig rein. Deswegen ist das Rezept ein bisschen größer. Das heißt, für eure Form müsst ihr das einfach umrechnen. Also hier sind 800 Gramm Dinkel-Vollkornmehl mit einem Würfel Hefe. Dann habe ich hier noch 20 Gramm Salz und 60 Gramm Zucker. Warum tue ich da jetzt Zucker rein? Zucker ist wichtig, damit die Toastscheibe schöner bräunt. Wenn ihr euch zum Beispiel von so Fertigtoast die Verpackung anschaut, da ist immer sehr viel Zucker drin, da ist auch recht viel Butter drin. Die lasse ich bei dem Rezept jetzt weg, aber ein bisschen Zucker tue ich schon rein. Dann bräunt die Toastscheibe schneller und wenn sie halt schneller bräunt, bleibt sie innen noch ein bisschen saftig. Dann habe ich mir noch, wie immer, wenn ich mit Dinkel arbeite, ein Brühstück gemacht. Das habe ich gestern Abend gemacht. Das sind 350 Milliliter Wasser und 200 Gramm Dinkel-Vollkornmehl. Das Wasser habe ich aufgekocht, habe es dann übers Mehl geschüttet und verrührt. Da verkleistert sofort die Stärke. Das Mehl bindet viel mehr Wasser, als es sonst aufnehmen würde. Und dadurch, dass es schon 24 Stunden steht, konnte da auch schon ein bisschen Geschmack entstehen. Und der schadet natürlich überhaupt nicht. Das Frühstück natürlich auch gleich hier dazu. Das habe ich mit, wie ihr gesehen habt, mit Klarsichtfolie abgedeckt. Und halt einfach im Kühlschrank auskühlen lassen. Und hier habe ich mir noch 450 Milliliter Wasser hergerichtet. Das tue ich hier auch gleich rein. Jetzt ist meine Knetschüssel ordentlich gefüllt. Die Maschine hat was zu tun. Nachdem ich hier jetzt komplett nur Vollkorn nehme, muss ich den Teig jetzt nicht so stark kneten. Ich werde ihn jetzt nur bei der kleinsten Stufe ungefähr 8 Minuten alles schön verrühren lassen. Jetzt müsste es passen. Putze ich nur einmal kurz hier zusammen und lasse den Teig zugedeckt gleich mal in der Schüssel eine halbe Stunde entspannen. Zudecken nicht vergessen, damit sich keine Haut bildet. Eine halbe Stunde später sieht man, die Hefe ist schon angesprungen, der Teig ist leicht hochgegangen. Jetzt tue ich mir den Teig aus der Schüssel raus. Da ist doch noch was nicht untergerührt worden. Jetzt wirke ich den Teig rund. Ich bringe Spannung in den Teig. Mache einen schönen Schluss. Jetzt drücke ich ihn flach. Noch ein bisschen Mehl. Drücke ich ihn flach, tue es einmal einschlagen, zweimal, mache hier mit den Fingern den Schluss zu und rolle meinen Teig dann lang. Meine Form habe ich in der Zwischenzeit gefettet. Ich habe jetzt den Teig so lang gerollt, wie die Form ist. Und ich lege den Teig mit dem Schluss nach unten in die Form rein und drücke ihn ein bisschen rein. Das Gute ist, jetzt brauche ich kein Tuch mehr, um ihn abzudecken, denn ich kann jetzt einfach den Deckel draufschieben und kann ihn so erstmal in Ruhe hergehen lassen. Das wird ungefähr eine Stunde dauern. Mein Dinkel-Vollkorntoast ist bereit für den Ofen. Ich werde ihn hier noch ein bisschen einpinseln. So ein bisschen, um das Mehl hier wegzukriegen. So. Jetzt kommt der Deckel drauf. Mein Ofen habe ich auf 220 Grad vorgeheizt.
Ich lasse das Toast 20 Minuten bei 220 Grad backen und dann schalte ich den Ofen auf 200 Grad zurück. Mein Dinkel-Vollkorntoast war jetzt genau eine Stunde im Backofen. Jetzt muss der fertig gebacken sein. Ich tue den gleich auf mein Gitter und lasse es erstmal komplett auskühlen und dann schauen wir uns mal, wie er von innen ausschaut. Mein Dinkel-Vollkorntoast konnte jetzt komplett auskühlen. Jetzt wollen wir es mal anschneiden. Ich denke, jedem ist klar, wie das Porenbild ausschaut. Dadurch, dass ich es nur Vollkorn genommen habe, wird das Porenbild feiner sein. Ich hoffe, dass es gut durchgebacken ist. Und jetzt wollen wir es mal anschauen. Die Kruste ist so, wie man es vom Toast kennt. Die ist nicht fest, nicht knackig. Pornbild ist fein, es ist durchgebacken. Dadurch, dass ich ja immer ein Brühstück verwende, kann ich hier diesen Drucktest wie beim Roggen oder Weizen eigentlich gar nicht machen, denn wenn ich hier reindrücke, dann federt es nicht zurück. Aber das will ich ja. Ich habe ja deswegen auch mehr Wasser eingearbeitet. Also das ist jetzt kein Zeichen, dass das Brot nicht durchgebacken ist, sondern dass die Krume einfach feucht ist und dadurch nicht so schnell trocken wird. Riechen tut es wirklich sehr gut nach Dinkelmehl. Ich würde sagen, probiert es mal aus, backt es nach und schaut mal, wie es bei euch geworden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen.